Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cyberpunk 2077. Und ja, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben bei einem eigentlich relativ tragischen Ereignis. Ja? Und zwar, wir haben Evelyn Parker gefunden, allerdings ist sie stark traumatisiert und konnte uns leider auch nicht wirklich viel weiterhelfen. Aber wir haben von Judy noch eine Unterstützung bekommen und sie konnte ein paar Daten sichern. Und dementsprechend konnten wir ausfindig machen, wer der eigentliche Auftraggeber ist. So, und irgendwie hat das was mit dem Voodoo Boys zu tun. Und dementsprechend sollen wir da einfach mal anrufen, beziehungsweise Mr. Hands anrufen. Ist ein Fixer. Und mal schauen, was da so Sache ist. Und ich würde sagen, wir schweifen nicht lang drum rum. Wir gehen rein. Let's go! Let's get it started. Und ich würde sagen, wir rufen direkt mal an. Wie ruft an? Also geht's wie gut. Ich muss mit dem Anführer der Voodoo Boys reden, wenn du das hinkriegst. Die Voodoo Boys werden von Maman Brigitte angeführt. An die kommt man nicht so leicht ran. Machst du echt keine Geschäfte mit denen? Erstaunt dich das? Ich vermeide gern unnötige Risiken. Das geht bei denen nicht. Aber ich kann die Fühler ausstrecken. Fragen tut nicht weh. Wenn irgendwas zuckt, melde ich mich. Ehre. Heute ist dein Glückstag. Zumindest, wenn du deine Pläne in Pacifica ernst meinst. Du kannst also doch Wunder bewirken, ha? Huh? Wie gesagt, egal was du zu bieten hast, den Voodoo Boys ist es, Zitat, scheißegal. Ich hoffe, du hast die Quittung noch. Aber sie haben ein Gegenangebot für dich, einen Auftrag. Wenn du ihn erledigst, darfst du mit Brigitte sprechen. Leute, ich weiß natürlich nicht, aber ich habe so ein Gefühl, dass die Dialoge von dem Typen, also von Mr. Hands, geändert worden sind. Nicht viel, aber leicht. Weil es waren ja jetzt einige Dialoge dabei, die kenne ich gar nicht oder konnte mich gar nicht daran erinnern, dass sie so vorkommen. An alle Einheiten in der Nähe. Verbrechen in Watson gemeldet. Was für Verbrechen? Ich bin gegen eine scheiß Planke geflogen. Wenn du was brauchst, ruf mich an. Dino kennt jeden da draußen. Digga, was rufen die mich alle an? Hab gehört, du bist so. Bin ich das Callcenter oder schon? Was? So, ich glaube, hier wären wir actually. Können wir mal rein. Wir haben gewartet. Wie hast du mich bloß erkannt? Die Haare, oder? Wir haben ein Auge auf dich, seit du nach Pacifica kamst. Damit ich mich nicht verlaufe. Bist du mein Kontakt? Erfahre ich bald mal, worum es geht? Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mir. Bald. Wo ist Brigitte? Kann ich mit ihr reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placide. Er erklärt dir die Details. Naja. Moin. Kisaule. Placide. Mhm. Ja. Mr. Hands meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Nicht hier. Komm mit. Schon mit den Animals zu tun gehabt? Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Setz hin. Ja, setzen wir uns mal nicht. Hm. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job. Das kommt zuerst. Was soll das? Erst sagst du mir, was du hier abziehen willst. Du nimmst den Job. Du machst, was ich sage. Verleg dich. Sofort. Und wenn nicht? Wartet draußen eine Horde Freiwilliger? B. Ziel gerade. Fast geschafft. War jetzt kein Scheiß. Ach, wird schon gut gehen. Naja. Wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst.
dein Krummschamane? Ist es Victor? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Na, ist egal. Er ist eh kaputt. Hm. Wie das? Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Hm. Das nimmt er einfach so an? So, ja. Kenne ich. Kenne auch einen. Der hat auch Kugel in den Kopf bekommen. Passiert so. Okay. Was mache ich, wenn ich drin bin? Der Kamionett. 20:35:07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber versuch rauszufinden, wo er herkommt. Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Placid. Batman Kelly hat das noch geholt. Batman Butler. Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich klar. Konzentrier dich. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Mhm. Fang beim Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du im Reso Agwe gesinkt, unserem Subnet. Warum? Wozu? Durch Agwe seh ich, was du siehst. Höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Moin Moin. Du bist wie? Ja, ja. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage. Von hinten. Wir mal schauen, wie schnell sich Verseuchung ausbreitet, beziehungsweise wie stark Verseuchung an sich ist. Faktum. Komm, komm. Ja. Okay, das ist tatsächlich relativ stark, Verseuchung. Also relativ, ne? Wo ist der kleine Pissfleck? Okay, weil die sich so gegenseitig mit anstecken. Ja, perfekt. So, dann schauen wir mal, wo die sind, nicht? Das Nummer 1. Komm raus, kleine Made! Oder hast du was? So, wollen wir doch mal. So. Ich entdecke Lasse. Ja, ja. Die mögen das. Er mag das. Und da raffen sie dahin. Ja gut, das ist mir jetzt auch schon zu gefährlich. Ich hau ab. Ich hau rein.
Ja, so lässt sich's doch leben. Zack. Komm herein. Korridor, vermeide sie. Ist die an? Ich dachte, die Mall ist seit Jahren verlassen. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Oh Junge. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Mit der extra Eis von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin? Ja, großartig. So, schauen wir mal. Oh Junge, sind das viele Gegner. Aber da würde so ein Verseuchen bestimmt gut kommen hier, ne? Wenn ich hier nämlich wieder rausgehe, dann kann ich halt immer wieder diese Standortrückverfolgung umgehen. Oh lol, hier kann ich das ganze Ding einfach überspringen. Die Haupthalle. Finde den Kamion. Ja, ja. Oh mein Gott, ich wollte das gar nicht. Ich wollte eigentlich Verseuchung. Nein. Markier doch die Totengräberin. Kopf runter. Versteck dich vor ihnen. Was zum... Zack. Easy going. Moin. Ich würde einfach sagen, zur Not ballern wir uns hier einfach durch, ne? Ich sag, wie es ist. Ich gucke einfach mal, wo der Van ist. Da sind zwei Kollegen. Keine Angst, Häschen! Oh Mann, ich müsste auf die ganz andere Seite. Die schlafen, hä? Was zum... Ja, okay, Leute, das ist jetzt ja... Ja gut. Ja, ich gebe ja schon mein bestes Lobby raus. Entschuldigung. Also so eine Wortwahl muss man jetzt hier auch... Oh doch, den habe ich gerade weggemacht. Willst du auch? Guck mal hier. Oh mein Gott, da ist er! Granate! Ja, komm daher! Oh Junge! Hat er sich gerade geheilt? Der Ehrenlose hat sich einfach geheilt. Die Schlampe
Alter, warum treffe ich den denn nicht? So, jetzt aber auf Feierabend. Oh, Junge. Was ist denn mit dem? Fick sie von hinten! Uiuiuiui. So, den hätte ich schon mal. So, den hätte ich auch. Dann haben wir da zwei. Aber das müsste ich hinbekommen. Oh, Junge. Oh, Junge. Was passiert? Nein, nicht gute Modus. Oh mein Gott. Der muss weg schnellstmöglich. Ah, okay, bei dem ist jetzt fehlgeschlagen. Okay. So, ich glaube, wenn ich den habe, habe ich alle anderen auch. Glaube ich. Kopf runter. Versteck dich vor ihnen. Wieso? Ich habe doch alle, glaube ich. Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles. Also sei still. Verbinde dich. Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? Was sieht? Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Hinter dem Kamion. Jetzt ist ein Tor. Ich mach auf. Ich hab doch alle weggemacht. Wo kommt der denn her? Oh mein Gott, sind das viele auf einmal. Hast du das gesehen? Oh mein Gott. Sind andere Söldner auch so schwach? Ja, aber was soll ich? Also jetzt mal ganz ehrlich, auf diesen Schwierigkeitsgrad, wenn ich nicht auf Solo geskillt bin, sondern auf Hacker geskillt bin, was soll ich denn gegen die machen, wenn die immer weiter auf mich zulaufen? Obwohl ich eigentlich alle ausgeschaltet habe. Wo auch immer die jetzt herkommen. Wirst du nicht, sondern ich. Du bist nur der Bote. Er ist das Herz. Du musst ihn rausreißen. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Weil, wissen die schon, wo ich bin? Macht sie auf! Oh Gott, ja, weiß er. Ja. Oh mein Gott, wo kommt der denn her? Oh mein Gott. Wo kommen die einfach her? Das ist Verseuchung. Komm raus, du Pussy!
Ich hoffe, ihr verreckt alle an Verseuchung. Wirklich. Das hast du nicht getan! Fick sie von hinten! Oh mein Gott, oh mein Gott, Gebiet feindlich nur noch. Ich verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. Oh mein Gott, wir haben es überlebt, Leute. Ich würde jetzt einfach mal hier weitergehen, ne? Ohne Probleme, ne? Ja, ja. Ja, ich kann nicht. Ist Story Quest, Minion. Oh mein Gott, hier sind noch mehr Gegner. Seit wann sind hier noch mehr Gegner? Schwachstelle haben. Meine Crew sucht schon alles ab. Hey, keine Angst, Häschen. Tja. Das wird jetzt lustig. Moin. Ich mache einfach gar keinen Damage bei ihr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber wie soll ich das denn schaffen? Ich mache gefühlt null Damage bei ihr. Das andere war so, okay, ich renne halt schnell weg in die Ecke und camp da. Und das ist so frontaler Kampf. Wie soll ich... Das geht nicht. Gefällt dir das? Nee. Oh, Junge. Wie soll ich das machen? Das ist ja nicht wie ein Spiel, wo ich irgendwie aus, so rollend, Rollentaste drücken kann und dann weiche ich aus, sondern bin einfach tot. Oh, yeah. Junge, wie soll ich das denn machen? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott, was macht die da? Was sieht? Was ist los? Netzschwein will ich hacken. Bleib konzentriert. Ich kümmere mich. Digga, ich bin hoch. Ich bin hochgesprungen. Wer die nicht lang halten können. Er ist im selben Subway wie die Alpha. Erledig es. Die ist nur um das 50-fach stärker als ich, aber ansonsten. Oh mein Gott, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Wie? Oh mein Gott, steh auf, hör auf. Mach nicht diesen Wie. Oh mein Gott, wie mache ich diesen? Ah.
ich bin doch weggesprungen. Okay, das bringt gar nichts. Oh mein Gott. Halt doch dein Maul. Geschieht wirklich, halt dein Maul. Junge. Gar nichts. Ich glaube, die hat genug. Alter, ich habe den unmöglichen Kampf gewonnen. Oh mein Gott. Jetzt gibt's auf Kauleiste. Ich sage, wie es ist. Oh, du kriegst auf die Presse, Junge. Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Ja, du kriegst auf die Fresse. Oh, du laberst zu viel. Hey, wie? Alles okay? Sekunde. Du wärst fast verreckt wie der. Ach, too much information. Ach, was ist passiert? Was denkst du denn? Die Voodoos haben gelogen. Du wurdest beschissen. Du warst ihre gottverdammte Kamikaze-Drohne. Muss die Belohnung für deine Hilfe gewesen sein. Den Scheiß lasse ich mit mir nicht machen. Amen, Schwester. Auf zum Bettys. Regeln wir das ein für alle Mal. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Ja, Leute. Und ich würde an dieser Stelle das Video beenden. Ich bin noch fertig vom Bosskampf. Ich sag, wie es ist. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen wegen diesem Bosskampf. Aber ich habe es geschafft. Und Leute, in der nächsten Folge, ja, da gehen wir rein. Blaschid und sagen, ey, das geht so nicht. Na, und mischen den da richtig auf. Wenn ihr dabei sein wollt, dann lasst gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt und schreibt auch irgendwas Nettes in die Kommentare. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Cyberpunk 2077. Aber kommt wieder.